Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Duel Nexo. Nein. Ich krieg's nicht hin. Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sind wieder auf Rookie 2, weil das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, ist ein bisschen lange her. Sogar schon letztes Jahr. Der Witz musste sein. Toll. Na gut, egal. Ich habe meine Quota. 100%. Oh, geh ich jetzt. Oh Gott. Ich habe vergessen, gehe ich das erste oder zweite normalerweise? Zweite? Jetzt hab ich vergessen, mit wem ich am besten anfange, als Buster. Fange ich das erste oder das zweite? Was hab ich vergessen? Mist. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, Alter. Und meine Karten sind nicht die besten. Er spielt Blue Eyes. Okay. Aber meine Karten sind gerade echt nicht gut. Zum Glück bin ich das zweite dran, sonst hätte ich ein Problem jetzt. Aber es ist eigentlich so gut, dass er jetzt Blue Eyes spielt, weil ich ja Anti-Blue spiele. Das heißt, ich müsste einen Schießduell sowieso gewinnen. Vielleicht kann es zerstört werden. Falls er was hier angreift. Sieht das, wenn ich jetzt Blitzsturm verwende, kann es dann trotzdem das negieren? Wer ist eine Mehrdrache, man sie kontrolliert durch Karten? Ja, okay, dann wird er das einfach negieren. Ich könnte einen Suizidangriff machen. Ich könnte einen von den Seinen wiederbeleben dann. Vielleicht nehme ich ja den sogar. Also ich muss zuerst Blitzsturm verwenden, dann negiert erst, dann muss ich den anderen Alternativen wiederbeleben und dann mit einem Suizidangriff angreifen. Jo, so machen wir das. Genau. Jetzt nehme ich mir den. Quatsch, kein Suizidangriff. Ich meine halt den Effekt, meinte ich natürlich. So. Zack. Und weg. Oh, wie süß. Komm, gib mir ein Monster, bitte. Irgendwas. Fallendrick. Naja. Ich kann nichts machen. Nein, ich wollte... Ah, Fallentrick muss ich erst verwenden. Also, kann ich, will ich verwenden. Ups, naja. Aber Linkoribo und so einem Blau-Eyes-Deck zu verwenden, ist eigentlich ziemlich clever. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber der spielt so ein klassisches Deck. Ich hätte erwartet, dass irgendein krasser Meta-Scheiß jetzt kommt. Ich mach's mir noch auf. Oh, ich komm jetzt. Ey, du Fiesling. Als ob es die eine... Oh. Als ob er gerade nur die eine Karte gesetzt hat. Aber egal. Hätte auch Mirrorforce sein können. Und das hätte mich auch ziemlich hart getroffen. Gut, mach einfach. Ist doch egal.
Dafür verwende ich meine... Ui, auch eine Animation, krass. Dafür verwende ich mein feierliches Urteil bestimmt nicht. Wieso kann ich den Effekt jetzt trotzdem machen? Und weil ich halt mit dem Karte nichts mache, aus dir auf den Friedhof zu legen, konnte er es nicht negieren. Ah, cool. Das heißt, er ist ja komplett verschwindet jetzt. Och du. Das hat er jetzt negiert, glaube ich. Ja. Jetzt hat er die Negierung richtig eingesetzt. Die andere hat er verschwendet. Habe ich ihn? Auf den Friedhof abgelegt? Ich kann mich... Gott, Alter, ich habe die Stacks so vergessen. Aber gut. Nice. Bam. Noch so ein Treffer und das war's auch schon. Und ich würde sagen, ich habe schon ein recht gutes Feld hier. Und dank dem... Nee, dank meinen... Doch, dank meinen Fallenkarten... kann ich den Buster-Kämpfer, glaube ich, auch retten, falls das passieren sollte. Ich könnte jetzt alles negieren und dann einfach angreifen. Da habe ich gewonnen. Aber die Fallenkarte macht mir Angst. Nee, das riskiere ich noch nicht. Wenn diese Fallenkarte nicht wäre, hätte ich das negiert. Mit feierliches Urteil. Aber das ist echt eine clevere Strategie, einfach Linkoribo irgendwie zu holen, die Karten dafür zu benutzen. Wieso bin ich nicht drauf gekommen? Okay. Die Fallenkarte muss jetzt was Krasses sein, sonst... Was ist da? Bastet? Ach so. Was ist hier, wenn ich das nicht mache? Hä? Ich check gar nichts mehr. Warum konnte ich die Karte gerade aktivieren? Na gut. Dann halt keine Negierung. Aber komm, lass mich das doch einfach... Och. Lass mich das doch bitte einfach gewinnen jetzt. So, wie mache ich das? Yes! Mit dem kann ich Linkoribo angreifen. Dann zerstöre ich mit dem, dann greife ich mit dem an. Da habe ich gewonnen. Yes, yes! Bam. Na gut. Ich glaube, das Duell ist jetzt eh vorbei, aber gut, was soll's. Nur mit sicher gehen startet nie. Was ist das? Oh, ich hasse dieses wahre Licht, Alter. Wenn ich das Ziel für Karteneffekte wählen, habe ich zum Glück nicht. Okay, gut, die Karte rettet ihn nicht. Naja, wohl doch ein bisschen, merke ich gerade. Okay, da muss ich anders vorgehen, weil ich... Ja, ich will keinen Suizidangriff machen, ich will die Drachen behalten. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ich mit dem angreife, mache ich nicht genug Schaden, um zu gewinnen. Na gut. Wieso ist die Musik jetzt so episch? Ich habe noch nicht gewonnen. So, jetzt muss ich überlegen, wie mache ich das? Ah doch, ich habe gewonnen. Oh, ich bin so dumm. Ja, stimmt, das Spiel hat recht, ich habe gewonnen. Und damit behalte ich meine 100% gegen Asiaten immer noch. So viele wie in Folge 43, glaube ich, und ich habe meine 100% nicht verloren. 43 Folgen lang, 100% Siege gegen Asiaten. Ist das ältlich? Und ich merke gerade, meine Hand ist so kacke, Alter. Die bringt mir fast gar nichts. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, ich habe zu viele Zauber und Fallen in meinem Deck. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. So, perfekter Kandidat für Blitzsturm. Erstmal, so wie es aussieht. Ja. Ich hab... Okay. LOL. Ich habe zwei Möglichkeiten, wie ich es kaputt mache. Harpy-Flederwisch. Das Geile ist, wenn es negiert, kann ich einfach Blitzsturm verwenden. Das ist so... Okay, gut.
Ja, das ist ältlich. Oder? Nee, was ist das? Doch, ältlich. Okay, ja, ältlich. Wieso habe ich meine Hand so... Ich will nicht. Och. Richtig schlecht einfach nur. Nein, nimm. Meinte ich einen Fallentrick? Fall. Nein, nicht die Negierung. Ach, Manu. Ach, das war eine 50-50-Chance. So ein Mist aber auch. Da haben wir den wieder. Ich kann mich ja zum Glück noch retten. Ich kann die ja noch in dem Zug einsetzen, glaube ich, direkt. Ne? War doch der schöne von Fallen-Trick. Ja, kann in diesem Spiel so aktiviert werden, gut. Oh nein, was mache ich da bloß? Ei! Was soll ich machen? Oh mein Gott! Was ist das für eine Kackhand? Findet den, der beschwert ihn da jetzt, ne? Genau. Gut, da kann ich jetzt Frickinki benutzen. Deshalb habe ich die Berechtigung dafür. Wenn ich mal dran bin. Wait. Wait, warum habe ich hier jetzt verbannt? Habe ich irgendwas verpasst? Eine Karte von einem beliebigen Friedhof verbannen. Ach so, ah, oh, der Fiesling. Ach, der hat die Karte verbannt. Ach, das kriegst du jetzt zurück trotzdem, Bitch. Einfach weil ich jetzt wütend bin. Kann ich? Ja doch. Ich mach einfach mal, komm. Wird schon schief gehen. Aber das ist doch keine Zerstörungsschwertkarte, merke ich gerade. Das ist nur ein Bast, aber kein... Ist Bast das Zerstörungsschwert? Nee, ne? Zerstörungsschwert ist Zerstörungsschwert. Welpe des Zerstörungsschwertes. Ja. Der Bast ist kein Zerstörungsschwert. Das heißt, die Karte bringt mir rein gar nichts. Hätte ich ihn aber doch in Verteidigung gelassen. Ich mach das mal, keine Ahnung. Wusste ich's doch. Ich wusste, dass das passieren würde. Ja, aber ich verstehe es nicht, das muss man doch machen. Warum konnte ich ja letztes Duell die Karte nicht aktivieren? Ich habe es einfach nicht gemacht. Und die Karte blieb auf meinem Feld. Hä? Wo war das? Hier. Moment, habe ich den beschworen? Störe ihn während der Endphase des nächsten Spielzugs. Ja, das muss man aufgrund dieser Karte machen. Warum musste ich dann das letzte Mal das nicht machen? Ich verstehe das nicht. Ist das ein Bug? Die Karte muss zerstört werden. Warum konnte ich sie dann letztes Duell behalten? Ich verstehe es nicht. Ich habe das noch nie gesehen, diese Schaltfläche mit der Uhr da. Aus dem Grund, dass die Karte auch zerstört werden muss. Das kann man sich nicht auswählen. Warum ist hier jetzt neu dazugekommen? Ich verstehe das nicht mehr. Warum hat er so viele ATK? Ja, beschwören, falls du es tust. Ach so, okay, jetzt ist ich selbst beschworen. Jetzt kriege ich es zurück, Manu. Ich check dieses Spiel aber manchmal nicht. So, jetzt brauche ich was Gutes. Oi. Das kann ich nicht machen, ne? Das braucht ein Drachenmonster. Alter! Nee! Nee! Okay.
Einfach nur einen Schlag kann ich dann noch überleben. Mal schauen. Aber ich habe nicht das, was ich von der Hand spielen kann. Das Einzige, was mir da noch helfen könnte, wäre Kampfausblender, mein Geliebter. Aber den habe ich nicht. Oh, ich könnte vielleicht statt einer Zauberkarte Kampfausblender in meinem Deck tun. Aber ich weiß nicht, ob da reinpasst. Wenn ich das jetzt mache, kriege ich nur eine Karte. Wäre es nicht besser, auf seinen Zug zu warten? Weil er will jetzt nur diese eine Karte beschwören. Aber ich glaube, es reicht schon zum Sieg. Wait, macht er jetzt noch zwei? Okay, mache ich das einfach mal. Gucken, was passiert. Aber er kann eigentlich nur diese eine Karte beschwören. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich mache gerade ganz viel Quatsch. Ach so, der bekommt die aus seinem Deck heraus. Ja gut, dann kriege ich jetzt nur eine Karte. Oder, ach so, okay, da habe ich jetzt verloren. Ach man, ich glaube, die Karte kann ich raustun. Ich benutze die nie, glaube ich. Ich mache da irgendeine andere Monsterkarte hin oder so, keine Ahnung. Oder Kampfausblender. Weil Kampfausblender wird mir hier jetzt den Arsch retten. Ja komm, dann greif mich an, besieg mich einfach. Orgasmus. Wenn er dieses Kanonenrohr ausfährt, oh ja. Diese Animation, einfach nur wie es so wum, wum, wum macht. Hammer. Ich liebe diese Animation. Auf YouTube habe ich mal so ein Video gesehen, wo alle Animationen im Spiel vorgestellt wurden. Und die Stelle mit den Superkanonen da und diesem Panzerzug da, auch dieser andere da, dieser fette, die Animation davon, die waren im ganzen Video das meist gespielte, das war, was am häufigsten wiederholt wird. Und dazu gehöre ich auch. Ich habe diese Stelle so oft wiederholt, wie der beschworen wird, seine Animation, weil die einfach so cool ist. Wie dieses Zielrohr, das Schussrohr. Das Schussrohr sich so expandet. Ich finde das so genial, Alter. Ich verstehe nicht, warum er das. Okay, ich kann verstehen, warum er das gemacht hat, aber er musste das nicht machen. Er hätte mich doch einfach mit seinen zwei Eldlichesses angreifen können. Oder, der hat Angst vor meiner. Hä? Wieso greift. Ich verstehe es nicht. Oh, ja. Oh, das sehe ich so gerne. Oh, die Animationen sind so geil. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Also, okay, ich verstehe, warum er es gemacht hat, aber... Liebe heißt RCS. Der Panzer ist sogar so eher. Der hatte doch vorhin, der hat doch immer noch Material, ne? Ja. Ich meinte, als er mit seinem normalen Panzerzug war, da hatte er noch einen zweiten, den zweiten ältliches Material. Das heißt, er könnte... Ah, das hätte nicht gereicht. Ah, wegen 2000. Ah, okay. Nicht gereicht. Na gut. Also, ich müsste ein bisschen böse sein wegen ältlich, aber die Animation der Superzüge, ich liebe die. Oh mein Gott. Das ist okay. Dann ist okay. Ich glaube, der wollte auch nur die Animation sehen. Der macht jetzt ewig schon. Du konntest mich mit seinen Ältlichs vernichten, aber einfach nur, damit er die Panzerzüge sieht. Wieso sieht diese. Die hat einen gewaltigen Hintern. Also, man könnte jetzt sagen, es ist Beindeko und der Hintern irgendwo hier drin ist. Aber. Naja. Das sieht mal nach einem riesigen Hintern aus. So ein typischer Pixar-Mom-Hintern. Mit dem Linkszeitalter ist so eine schreckliche Zeit angebrochen, Alter. Andere Monster, die du kontrollierst, nicht als zugekannte Monster, andere Monster, die du nicht als Ziel auf Karten verkehrst. Das heißt, ich muss den angreifen, als den fokussieren. Ich habe nichts. Ey, was ist heute los? Ich habe nur Kackhände heute. Ich kann nichts machen. Es macht eigentlich schon Sinn, dem ein Kaiju zu geben. Da kriege ich weniger Schaden. Aber das will ich so ungern.
Aber ich nur Kack heute, Kackhände heute. Ich frage mich, ob da der MST gewirkt hätte. In der Theorie ja eigentlich nicht. Aber wer weiß. So, wenn die nächste Karte nicht irgendwas Gutes ist, dann habe ich ein Problem. Aber ich wundere, dass der Zug jetzt schon vorbei ist. Ich dachte, macht doch irgendwas mit der Hexe. Bestimmt macht er auch gleich eine Mainphase 2 etwas. Da kann ich bestimmt nicht so liegen lassen. Doch. Okay, das ist ganz schön risky. Einfach so eine Hexe liegen lassen, die kann irgendwie nichts machen, ne? Wenn ich auf Abbrechen gehe. Ah, macht automatisch, okay. Ach, ich hätte den Zauberer auf den. Ah, ich dachte, wir hätten Kartenbären verbannt. Scheiße. Ich wollte den Zauberer. Ich hätte den Zauberer hinlegen müssen. Oh, ich bin so schlecht. So schlecht. Na gut, jetzt macht auch keinen Unterschied mehr. Egal. Oh, mein Kaiju nehme ich mir zurück. Dankeschön. Ach so, deshalb hat er sich getraut, die Hexe einfach so liegen zu lassen. Naja. Für mich komplett entgangen, aber egal. Ah, ich merke gerade, wenn der Karte zieht, dann wird es automatisch hier gehighlightet. Das ist gut. Dankeschön. Und nicht immer so schnell hastig klicken, was da du ganz vorgern. Nein! Ich habe irgendwie nicht gecheckt, was jetzt passiert, aber ich nehme mal die Hexe. Yes! Yes! Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wie gesagt, kein Unboxing, aus dem einfachen Grund, ich bin pleite. Lasst ein Like und ein Abo da. Und kommentiert mal, was ich fürs nächste Outro sagen soll, weil mir fällt nichts ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.